Um noch tiefer in die Geheimnisse des Harmoniums einzudringen, habe ich jetzt auch den ganzen Tastenblock entfernt. Man muss nur darauf achten, dass man neben den seitlichen Schrauben auch an die zusätzlichen Haken und Ösen denkt, die den Block mit der übrigen Mechanik verbinden könnten. Die seitlichen Schrauben, klar, von hinten sind einige dagegen. Und dann hier zum Beispiel eine Feder. Solche Sachen sollte man auch losschrauben und dann kann man den Tastenblock einfach abnehmen. Ich gehe jetzt mal zum Harmonium rüber. Inzwischen habe ich schon einige Bauteile hier im Raum verstreut. Jetzt kann man auch leicht noch diese zusätzliche kleine Holzkiste abnehmen, abschrauben, die dann den Blick auf die Mechanik der Registerzüge freigibt. Und das ist für mich ein echtes Wunder, wie das alles so zusammengebaut ist. Ein richtiges Kunstwerk. Habe mal überlegt, woran es liegen könnte. Meine Geistertöne, die ertönen, auch wenn keine Taste gedrückt ist. Es liegt daran, dass einfach zu viel Luft durch irgendwelche Klappen und Öffnungen strömt. Und ein Fehler könnte hier liegen. Hier vorne sieht man gerade. Aber ich habe das noch nicht nachkontrolliert. Einen Haken, der frei ist, auch wenn nichts gezogen wird. Das ist das 8-Fuß-Register. Einmal werden beide zusammen bedient. Das ist das nächste. Und dann hier dieser Haken, der geht nicht ganz zurück. Das könnte darauf hinweisen, dass da eine Luftklappe nicht ganz geschlossen ist. Auf der anderen Seite sieht das nicht ganz so wild aus. Aber da muss ich noch mal schauen, wie ich da dran komme. Jetzt demnächst werden wir das Ging auch ganz hochheben und auch einen Blick mal auf den Blasebalg werfen.